cars. Didn't even get some cars. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem etwas anderen LS-Video. Und zwar wurde ich nämlich des Öfteren sogar schon gefragt, wie man denn die Nicht-Giants-Mod-Hub-Mods, also von externen Internetseiten, in das Spiel bekommt. Dachte mir, okay, komm, na. Wurde so gefragt, ob ich dazu ein Video machen kann und das machen wir jetzt. Ich zeige euch das. Ist echt überhaupt gar kein Hexenwerk. Dafür gehen wir auf die jeweilige Seite, die ihr habt. Dafür müssen wir das Spiel ganz normal verlassen und dann gucken wir erstmal, was wir auf der Seite machen müssen, wie wir in den Menüs da so uns durchfummeln, ne, welche Ordner und so. Gucken wir mal. Und zwar wie folgt. Ihr müsst das Spiel schließen, das muss geschlossen sein. Dann geht ihr auf die Mod-Seite eures Vertrauens, kann so ja der Giants Mod Hub direkt sein, über farmingsimulator.de könnt ihr renieren. Hier sind wir jetzt auf modhub.us in der Kategorie für LS22 und wir nehmen einfach mal den da, ja, den Kilbros Gravity Wagon. Dann klicken wir immer rauf, dann haben wir den hier geöffnet und dann kriegen wir hier haufenweise Werbung. Wichtig ist, dass ihr diesen Link nehmt, ja, dann oder generell, je nachdem welche Seite, da fragt ihr euch, willst du wirklich runterladen? Diese ZIP-Datei bitte, ja, so. Wenn die runtergeladen ist, dann steht hier oben, dass die in euren Download-Listen mit drin ist. Und da schauen wir jetzt mal rein. Ist eigentlich ja kein Hexenwerk, zeige ich euch. Wenn ihr die Datei hier nämlich runtergeladen habt, könnt ihr sehr oft den Ordner drücken und dann taucht die bei euch in der Download-Liste auf. Da habt ihr hier die Datei. Ist eine ZIP-Datei, heißt, ihr braucht nichts mehr machen. Ihr braucht die nicht entpacken oder sonst was, sondern hier ist alles mit dabei. Dann geht ihr auf Ausschneiden, geht auf Dokumente. Also wer die Steam-Version hat oder die normale Version, je nachdem, wo euer Spiel gespeichert ist, müsst ihr in den Farming Simulator 22 Fahrt hinein. Der ist bei mir unter Dokumente, bei My Games. Farming Simulator 22, öffnet da einfach, Rechtsklick auf Mods und einfügen. Fertig, das war's schon. Und wenn ihr jetzt wieder im Spiel seid, also ihr müsstet danach starten, ist ja klar, könnt ihr bei herunterladbare Inhalte gehen, hier auf der Seite auf installierte Inhalte und da sind die Dinger und die habt ihr dann in-game. Na, ihr könnt natürlich, wie sonst auch, wenn ihr hier im normalen Giants Mod Hub unterwegs seid, das hier auswählen, installieren und dann habt ihr drin. Und so funktioniert die Sache halt. Wenn ihr Mods habt von externen Seiten, die müsst ihr runterladen. Ganz wichtig, da wo euer Spiel gespeichert ist, in den Mod-Ordner die runtergeladene ZIP-Datei einfügen und dann ist das Ding schon im Spiel. Spiel starten und Abfahrt. Ganz einfach. Oder? Ja. So. Dann wurde ich auch letztes Mal gefragt, wie kann man denn eine Mod umschreiben? Also eine XML zum Beispiel. Wir können mal schauen. Hier sind keine Daten hinterlegt. Gucken wir uns aber an. So, ja, genau, von der Mod. Ja, kein Problem. Ich weiß ja nicht, machen wir das jetzt gleich im Anschluss? Ja, genau. Also, ne, wer wissen wollte, wie man Mods installiert, für den war das jetzt. Und wenn wir zum Beispiel die Ladekapazität verändern wollen, also was ganz Einfaches, das schauen wir uns jetzt an. So, jetzt machen wir damit weiter. Wie können wir denn zum Beispiel die Ladekapazität von diesem Gravity-Anhänger, den wir runtergeladen haben, verändern? Ist eigentlich auch ja keine Zauberei, sondern ganz einfach, zeige ich euch, ist wirklich ja nicht so schlimm. Man muss nur so ein bisschen reinfinden, was man denn machen möchte. Und zwar sind wir hier in dem Mod-Ordner vom LS22 und hier ist die Mod, die wir haben wollen. Na, dann machen wir mal einen Doppelklick, dann öffnen wir mal die ZIP-Datei und wir brauchen eigentlich nur die XML-Dateien. Ja, mehr brauchen wir gar nicht. Hier die DDS und PNG, GIM und die ganze andere Geschichte. ID3, manchmal vielleicht interessant, aber die brauchen wir alles gar nicht. Wichtig sind die XML-Dateien. Die Mod-Test nicht unbedingt.
da hier drei verschiedene XML-Dateien sind, das erkennt ihr schon an der Dateigröße, ne? Dass das die Fahrzeuge sind, die Mod, das ist sehr klein, hier ist meistens nur Schriftform irgendwas drin. Ich hoffe, ihr könntet überhaupt erkennen auf OBS. Aber ich denke mal schon. So. Wir nehmen einfach mal den ersten hier. Den kriegen wir so nicht geöffnet. Dafür haben wir hier Notepad++. Ja, machen wir einfach mal Doppelklick. Wir öffnen das und können hier aus der ZIP-Datei von der Mod die XML-Datei nehmen, die wir brauchen, ziehen die hier rein und dann öffnet die sich automatisch. Und hier steht, wie das Ding heißt, Kategorie, wo das zu finden ist, unter Trailers, heißt es nicht irgendwie bei Überladewagen oder so, sondern gleich oben an im Shop bei Anhängers, bei Anhänger, ne, hier Trailers, da ist ein Bit bei. Wir können den Preis verändern und so die Eigenschaften von dem Ding. Also hier kannst du echt alle Werte ändern. Gewicht, bla, Keks hast du nicht gesehen, aber wir gehen jetzt mal explizit auf die Ladekapazität. Hier haben wir die Wheel-Konfiguration. Wir müssen Fill-Unit finden. Da ist es schon, hier unten. Fill-Type-Categories Bulk heißt, das Ding kann alles laden. Also nicht nur Getreide, auch Mist und Dünger und Saatgut. Hier kannst du alles reinladen, was irgendwie shitgut ist. Funktioniert. Hier ist wichtig, die Ladekapazität ist bei 10.571 Liter. Na, die Werte können wir hier verändern. Da schreiben wir hier einfach mal 15.000 rein. So. Dann haben wir das schon geändert. Das reicht meistens sogar schon. Wir können natürlich nochmal hier unten einmal weiterschauen, ob wir hier noch mehr machen müssen. Wichtig ist bei Capacity, also Kapazität unter Fill Unit, also die Fülleinheit, dass sie da bei Kapazität den Wert ändert. Ist alles auf Englisch, aber selbsterklärend. Ist echt nicht schlimm, echt nicht gerade so schwer. Zum Beispiel beim Dröscher, da kannst du die Abladegeschwindigkeit erhöhen, dass der schneller aus seinem Korntag abbunkert und so eine Sachen. Das speichert ihr euch immer auf dem Desktop. Da oben ist die Datei, ganz einfach. Dann könnt ihr Notepad schließen. Dann geht ihr hier auf die erste Datei, die ihr gerade bearbeitet habt. Rechtsklick, löschen. Dann fragt er, willst du wirklich löschen? Sagst du ja. Nimmst du die hier, schiebst du die hier rüber, sagst du ja, bitte einfügen. Fertig. Die am besten gleich rauslöschen hier. So. Und das war's. Spiel starten und ausprobieren. Wir probieren das mal aus, ne? Ob das geklappt hat. So, jetzt sind wir in-game und wir schauen mal nach unter Anhänger, ne? Also Trailers wartet da drin, Anhänger gleich das erste. Dann müssen ja eigentlich jetzt hier drei so eine Gravity-Anhänger auftauchen irgendwo. Ab hier hin hat die Mods los, ne? Hier so in Klammern, darunter wisst ihr mal Bescheid. Oh, jetzt haben wir, ah, da sind sie, guck mal. Die Kill Bros, da sind sie. Wir haben nämlich die erste XML umgeschrieben. Das ist die dritte. Der hat 13.700 Liter Füllvolumen. Warte mal, können wir das hier nochmal öffnen? Ah, okay. So, und das ist der andere mit 12.300. Und der hier, na hier, 15.000, also 15 Kubikmeter, heißt 15.000 Liter. Nicht mehr 10.000 nochmal, sondern 15.000. So einfach ist es. Und schon hat diese Ding 15.000 Liter Fassungsvolumen. Wir können das auch wirklich nochmal richtig ausprobieren. Dass es nicht nur da steht, sondern dass ihr seht, dass es auch wirklich geht. Wir kaufen den. Dann brauchen wir dafür noch einen Traktor. Wir nehmen einfach mal, ja, den. Und machen das Ding mal voll. Wir gucken uns das an. Wie gesagt, die Mod an sich ändert sich ja nicht. An dem Modell ändert sich rein gar nichts. Ihr habt bloß einen Wert umgeändert. Und der ist halt in dem Sinne für die Kapazität verantwortlich. Und schauen wir mal. Also hier müssten jetzt wirklich 15.000 Liter reingehen. So, dann können wir gleich mal gucken, ob das mit dem Bulk auch gestimmt hat. Das können wir so im Shop überprüfen, wenn wir hier nochmal schauen. Weil Bulk heißt im LS, dass hier alle Fruchtsorten aktiviert werden, die irgendwie schüttgutartig verladen werden können. Genau, das ist von dem Garten mit dabei und hier Steine, ne? Mineralfutter, Dünger, Mist, Saatgut, Heu, Stroh, Silage, Häckselgut, alles, ne? Alles könnt ihr hier reinladen. Einfach alles. So, wir wollen laden. Wir machen mal Sorghumhülse rein. Hier unten steht 15.000 Liter. So, das ist schon die ganze Zauberei. Mehr ist das ja nicht. Wenn ihr denkt, oh, XML umschreiben, eieiei.
Also die meisten Sachen sind entweder Preis umschreiben oder mal eine Kategorie. Da müsst ihr mal vielleicht ein, zwei Mods vergleichen, die ihr habt, wenn irgendwas mal nicht hinhaut oder so. Ein bisschen rumprobieren, experimentieren. Am besten immer die Original-Mod wissen, wo ihr sie her habt. Falls ihr irgendwas komplett kaputt schreibt, dass ihr das löschen könnt, dann macht das neu und dann ist die Sache okay. Notepad++ kann man kostenlos runterladen. Schreibe ich nochmal in die Videobeschreibung. Und ja, Leute, das war's. Eigentlich wirklich nicht schwer. Wie gesagt, ich kann das ja auch, ne? Ich habe davon ja auch keine Ahnung. Bis jetzt bin ich immer sehr gut damit gefahren. Übung macht den Meister. Von daher sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, der ein oder andere kann damit was anfangen. Bis dahin, macht keinen Quatsch. Rennihauen.